Ich habe ihn zur Hälfte noch mal angeschaut im Stream. Allerdings, ja, nicht ganz. Deswegen auch nur zur Hälfte. Ja, ich kannte ja schon, was da passiert ist. Aber der wurde noch mittlerweile über 200.000 Mal angeschaut, was wirklich interessant ist, weil, naja, die meisten Leute waren halt nicht da. Und das spricht schon sehr dafür, dass das einfach interessant ist für die Leute und auch relevant irgendwie. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Soweit ich weiß, wurde auch das Video erstmal nicht wegen dem Pimmelmann runtergenommen, sondern weil Musik drin vorkam, die GEMA geschützt war. Ist auch interessant. So, dann haben wir das hier abgeerntet. Hoffen wir mal, dass hier bald wieder neue Kürbisse kommen. Hier könnten wir eigentlich wieder neue Samen pflanzen, die einen Samen zu Boden fallen lassen. So habe ich das nicht gemeint. Ja, so. Jawohl. Wunderbar. Weiter geht's. Ein bisschen Ruckler haben wir hier am Start. Unsere FPS sind auch echt nicht so wunderbar. Da muss ich nochmal schauen, was ich da tunen kann. Denn ja, es ist halt, ich habe halt einfach eine Low-End-Kiste. Habe aber schon vor, in Zukunft auch mir mal einfach eine fette Kiste zu holen. Momentan arbeiten wir hier mit dem i3-Prozessor. i7 wäre halt schon eigentlich ziemlich geil. Hätte ich jetzt neulich auch einen gebrauchten im Angebot gehabt. Allerdings mit echt verdammt wenig Speicherplatz, weil es eben eine SSD gewesen wäre. Und da muss ich ehrlich sagen, dann lieber langsamer Computer, aber fetten Speicherplatz. Weil was bringt dir das, wenn dir deine Platte vollgelaufen ist? Nischt. Da kannst du nicht mal eine Aufnahmesession machen, ohne dass deine Platte voll ist. So, wir gehen weiter zu den Kühen und werden mal unsere Kühe ein wenig füttern. Werden aber gleichzeitig auch. Das ist ja unfassbar. Sind jetzt alle da reingefallen? Wir müssen eindeutig das Ding hier entfernen, weil die springen nämlich da drüber hier rein. Na los, raus mit euch. Oh, man kann Dinge tun. Cool, traden. 5 Diamanten gegen ein Emerald. Keine Ahnung, was man mit dem Emerald machen kann. Aber das werden wir vielleicht irgendwann nochmal rausfinden. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass es hier wieder eine reine Zucht ist, damit wir hier nicht Kuhschafe haben. Also Kusche oder Schake. Ich würde sagen Kusche. So. Wunderbar, da hat sich noch ein Schaf versteckt hinter einer Kuh. Und dann füttern wir mal unsere Kollegen hier. Guten Tag, Fütterungszeit. So. Wunderbar. Da frage ich mich jetzt, ob die Dorfbewohner auch irgendwas essen wollen. Werde ich natürlich auch was anbieten. Versteht sich von selbst. So, haben alle was bekommen? Schaut so aus. Ein Emerald, zwei Redstone, also je nachdem, was es hier für. Ach so, okay, die locken wir erstmal weg. So, liebe Dorfbewohner, kommt mal wieder raus. Keine Lust zu? Ja, dann bleibt ihr für den Rest eures Lebens hier drin mit den Kühen. Ist doch auch schön. So, Schafe haben wir eindeutig genug. Brauchen wir wirklich keine mehr. Wie sieht es denn aus mit unseren Hühnern? Bei den Hühnern ist ja so, da glaube ich ja, unser Käfig, der ist gar nicht mehr, der ist gar nicht dicht. Also da gehen immer wieder mal Hühner verloren, weil sonst müssten hier eigentlich viel mehr drin sein. Aber ich glaube, auf diese Art und Weise sorgen wir dafür, dass die Population, die Hühnchenpopulation unserer Insel schön konstant ist. Ich mache mal kurz einen kleinen Check. Okay, alles gut. Dann ist das ja in Ordnung. Also vorher hatten wir ja überhaupt gar keine Hühner hier. In der Zwischenzeit wimmelt es gerade so von Hühnern auf unserer Insel. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Dann dürfen die gerne auch hier mal raus. Wir hatten es ja ursprünglich mal gemacht wegen den Eiern, um Kuchen zu backen. Das werden wir natürlich auch noch tun.
Ja, aber jetzt erstmal hier. Schön. Brutpflege. Da, zack, noch ein Ei. Mittlerweile 10 Eier. Das geht nämlich echt ratzfatz. So, dann wechseln wir wieder auf das diamantene Schwert. Diese Küken, ne? Komm. Zack. Wunderbar. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ich habe hier in der Zwischenzeit mal Holz gebraucht und habe ein bisschen was abgerodet. Das heißt, da werden wir auch mal wieder neu pflanzen müssen momentan. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Das war einfach auch ein bisschen notwendig. Aber da haben wir ja jederzeit die Möglichkeit dazu. Was haben wir denn da hinten? Eine Kuh, so wie das aussieht. Ja, so. Dann hätten wir das erledigt. Ich würde mal sagen, wir räumen mal kurz unser Inventar auf und dann schauen wir mal noch, was wir bauen könnten. Ich hätte ja große Lust, hier diesen Platz noch weiter auszubauen. So ein paar Hütchen hier noch hinzumachen, sich zu überlegen, was wir hier noch machen können. Vielleicht hier auch so ein bisschen noch einen Marktstand hinzubauen. Da haben wir ja eigentlich genug zu tun. Und ja, wie sieht unser Inventar aus? Ja, müssen wir mal den Mist wegmachen. Ja, das ganze Gemüse und so weiter. So, und die stehen hier mittlerweile aber echt lustig rum, unsere kleinen Nasenbären. So, weiter geht's, ab im Kühlschrank. FPS sind drastisch gefallen gerade, das tut mir schrecklich leid, aber da muss man sich halt noch ein bisschen gedulden damit. Wird sicherlich irgendwann mal besser werden. Aber solange wir auch noch so wenig Zuhörer haben und ich das auch nur mache, weil ich irgendwie Bock drauf habe und ich sowieso spielen würde, kann ich es auch gleich aufzeigen. Hey, die unterhalten sich hier. Wie cool. Hier könnte man auch einen Laden oder sowas hinmachen. Hallo. Ja, schauen wir mal, ne? So richtig clever sind die Leute ja hier nicht. Und ich sehe gerade, ich habe auch Hunger. Da werden wir hier noch ein paar Steaks naschen müssen. Haben wir ja auch genug. Das dürfte auch erstmal reichen, denke ich. Ja, Samen sind wo nochmal? Hier. Auch hier haben wir echt genug Samen. Da hätten wir auch noch ein bisschen Weizen gehabt. Gut zu wissen. Ja, was werden wir denn bauen? Was werden wir denn brauchen? Ich würde mal sagen, wir werden uns gleich noch ein bisschen Werkzeug machen. Gerade hier eine Axt wäre nicht schlecht. Hör mal, wo kommen die denn alle her? Schon abgefahren, wo die überall rumlaufen. Ich glaube, die laufen ja so ein bisschen mir hinterher. So. Dann würde ich mal sagen, Äxte sind angesagt. Und wir bräuchten, glaube ich, eine Schaufel brauchen wir nicht. Eine Iron Pickaxe brauchen wir auch nicht. Das passt schon so, wie es ist. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Cobblestone. Gravel haben wir auch genug. Dann werden wir ein bisschen was mit Cobblestone bauen. Hier oben geht uns das langsam mal zur Neige. Das ist ja auch mal schön zu sehen. Hier brauchen wir definitiv mehr. Dann können wir mal die Kiste hier reinpacken, beziehungsweise einen Stockwerk tiefer. Haben wir schon wieder Nacht. Sieht so aus. Da könnten wir auch gleich wieder pennen gehen. Auch wenn diese Nasen... Ey, unfassbar. Ich glaube, wir haben ein paar zu viel gemacht. So. Kann man eigentlich nicht schlafen bei dem Geräusch, ne? Mal da raus. So, ja, könnt ihr ja selber die Tür auf und zu machen. Wunderbar, haben wir eigentlich genügend Holz dabei? Nö. Wo haben wir denn das ganze Holz verbraucht? Das ist echt unfassbar. Das kann sogar sein, dass wir jetzt erstmal nochmal um Holz kümmern müssen. Ah, nee, müssen wir nicht. Ich habe hier noch ein bisschen was. Aber es sieht nicht so gut aus. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal ordentlich um Holz kümmern. Vielleicht machen wir das, sobald wir hier nochmal ein neues Hütchen gebaut haben. Hoffentlich sorgen die Dorfbewohner nicht dafür, dass unsere Framerate so drastisch sinkt. Es könnte natürlich sein, wobei das jetzt auch nicht so unfassbar komplex ist, was man da berechnen muss. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Das könnte also vielleicht schon sein. Müssen wir mal gucken. So, hier haben wir jetzt den Ausgang. Da könnte man hier eigentlich was hinbauen. Wobei das natürlich auch ganz schön ist, wenn man hier so ein bisschen Durchgang hat. Aber eigentlich auch nicht. Das war ja eigentlich nur so ein Notbehelf. Als
Wehr gegen die Monster. Das heißt, hier könnte man eigentlich schon ein Hütchen hinbauen. Und wir können das durchaus wieder in einem, sagen wir das, im schönen Stil machen oder im einfachen Stil. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal die Dächer drehen. Ja? Also das sah mir alles schon so ein bisschen zu konform aus, als hätten die alle Uniformen. Also muss echt nicht sein. Also ich würde mal sagen, wir machen das mal. Muss mal gucken, wie wir das hier hinpacken. Brauchen wir da, ist das genug Platz? Wie sieht das aus mit der Laterne? Ja, das wird auf jeden Fall kein riesiges Haus werden. So viel steht fest. Wir könnten dann wirklich auch mal zwischendurch was essen. Lecker. So. So ein kleines Häuschen. Da könnten wir hier entweder den Eingang machen. Ja, das ist mir aber hier ehrlich gesagt zu eng. Problem. Hier könnten wir vielleicht so eine Art Blumenbeet anlegen. Das fände ich eigentlich mal sehr hübsch. Und hier vielleicht so ein kleines, niedriges Häuschen mit einem Spitzendach. So eine Art Geräteschuppen oder sowas in der Art. Da machen wir dann vielleicht hier die Tür hin. Da kommen dann die Fenster hin. Genau. So. Genau. Dann packen wir hier noch Holz hin. So wie man das kennt in diesem Stil. Schön rustikal. Und hier könnten wir eigentlich auch den hier, diesen Block durch ein bisschen Holz ergänzen. Ich bin hier noch ein bisschen in der Umstellungsphase. Kann ich euch ja mal ein bisschen erzählen, denn ich hatte eigentlich bislang immer ein Headset als Aufnahmemikrofon. Und jetzt gerade habe ich mich versucht, etwas zu professionalisieren, habe ein teureres Mikrofon verwendet. Das bedeutet aber auch, dass ich ein Stativ habe und ja, auf dem Stativ ist das Mikrofon und das hängt natürlich irgendwie so quer über die Tastatur. Und das muss man sich auch erstmal, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wir brauchen natürlich eine Tür, da wir da oben aber dankenswerterweise ein Crafting Table hingestellt haben, können wir das ohne Probleme mal schnell craften. Hier nämlich. So, wunderbar. Naja, oder das reicht natürlich jetzt nicht. Großes Kino. Plöpp. Ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, ob wir überhaupt noch Türen haben. Aber da machen wir gleich mal zwei, dann haben wir noch ein paar. Und ja, was haben wir eigentlich für Dächer? Wir haben natürlich Holzdächer, das bedeutet, wir haben auch keine Treppchen dabei. Aber wenn wir schon mal hier sind, schauen wir mal, ob wir gleich Treppchen haben. Ihr merkt schon, ich bin total gut organisiert. Und warum haben die alle so lilane Kutten an? Sind das alles Priester? Das wäre natürlich auch nicht so super gewählt, muss ich mal sagen. Ich wollte ja eigentlich keine Mönchssiedlung haben. Wo ist unser Holz? Hier. Ja, da haben wir 30. Das ist wunderbar. Dann nehmen wir auch gleich mal Oakwood Slabs mit. Pressure Plates können wir vielleicht später nochmal brauchen. Brauchen wir aber gerade nicht. Und es geht hoch. Das ist schon ein bisschen verwirrend, wenn plötzlich so viele Leute am Start sind. Aber wollte ich ja selber so. Ist ja auch irgendwie cool. So. Endlich mal ein bisschen was los im Dorf, ne? Und ich beschwere mich nur. So, runter geht's. Dann bauen wir mal unser Hüttchen hier zu Ende. Mit einem Spitzendach diesmal. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und dann können wir auch gleich mal hier den Boden rausruppen. Schön einen Boden verlegen. Einen schönen Geräteschuppen draus. Und dann wird das nämlich ganz nett.
Wir müssen hier so ein bisschen auch mal versuchen, eine gewisse Dichte an Gebäuden hinzukriegen. Dafür müssen wir einfach ein bisschen mehr Gebäude noch bauen, wie für gewöhnlich.